Ihr Kommentatorenteam begrüßt Sie heute aus dem Odromo. Herzlich willkommen. Und heute erwartet uns die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Darmstadt 98. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie treten hier heute in einem 4-5-1 an, setzen also mutmaßlich vor allem auf ihr Mittelfeld. Darüber. Jetzt schießt er! So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Jamie McLaren. Von Hake. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Salah. Ahmed Engin. Gutes Tackling. Jones. Melem. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Flanke jetzt. Ganz knappes Ding. Unter die Latte und dann rein. Jetzt steht es 2-0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Medojevic. Von Hake. Melem. Klasse Pass. Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht ein Tick zu spät. Das könnte gefährlich. Stark, das war's mit der Chance. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Melem. Von Hake. Kempe. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ja, das gibt Einwurf. Geblockt vom Verteidiger. Gutes Tackling auf Außen. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Und da zeigt er seine ganze Klasse, kommt raus und pflückt dem Angreifer den Ball vom Fuß. Perfekt getimt, diese Aktion. Kempe. Klasse Aktion, Ball ist weg. Auf Außen ist Platz. Lange Flanke jetzt. Jones. Von Hake. Sie haben den Ball. Da wäre jetzt Platz. Hertner. Medojevic. Er pfeift das Foul nicht ab. Keine Diskussion. Berechtigter Freistoß hier. Super dazwischen gegangen. Schießt er ihn rein. Und da klingelt es im Kasten. So ist das. Als Profi musst du beidfüßig sein. Und da zeigt er hier mit seinem Tor, dass er es ist. Er bevorzugt sonst den anderen Fuß. 2-1, hier ist noch alles drin. Kempe. Jetzt die Flanke. Das war faul, da muss er Freistoß geben. Na, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Ball kommt rein. Und die Situation geklärt. 2 Minuten werden nachgespielt. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Jetzt die Flanke.
nach Durchgang 1. Durchgang 2 läuft. Melem. Kempe. Sirigu. Jamie McLaren. Super Einsatz, er holt den Ball. Toller Pass. Entschlossen geklärt. Eckball gibt's. So, Ecke, er zieht ab. Den klärt er auf der Linie. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Er schießt. Und jetzt der Schuss. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Und da ist der Ball wieder weg. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Schiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Jetzt haben sie den Ball. Da ist Platz. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Der Ball geht an den Pfosten. Macht er ihn. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Die Führung weiter ausbauen, das ist ihr Ziel. Wäre gerade auch fast gelungen, aber das Alu stand im Weg. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Mit seiner eigenen Leistung kann er... Guter Pass. Und jetzt die Chance. Das muss es doch sein. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ahmed Engin. Ja, warum denn? Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Ahmed Engin. Salah. Macht er ihn! Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Ahmed Engin. Da müssen sie aufpassen. Ja, schwacher Ball hier. Die Gäste werden wechseln. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Ahmed Engin. Und die Situation geklärt. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Sirigu. Von Hake. Höhn. Melem. Sie suchen die Lücke. Da kommt die Hereingabe. Schade, da war sicher mehr drin. Ah, da bleibt der Spieler liegen. Sieht nach Zerrung aus. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Medojevic. Flanke jetzt. Flanke bleibt hängen. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse! Ballverlust. Er passt ihn auf den Flügel. Knapp abseits, aber das wäre wohl auch nicht wirklich gefährlich geworden. So, Buschi, wir haben den Wechsel bei Darmstadt. Warten wir mal ab, wie sich diese Umstellung dann im Spiel auswirkt.
Die letzte reguläre Spielminute läuft. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. So, das ist der Schluss.